Ja, willkommen zurück zum Surgeon Simulator Folge 4 mittlerweile jetzt. Und wir haben am letzten Mal ja es geschafft, dem guten, wie heißt er da oben, dem guten Bob, die Herztransplantation durchzuführen. Wir haben ein C bekommen im Operationssaal. 2360 Milliliter hat er noch übrig gehabt in einer Zeit von 3 Minuten 56. Und jetzt kommt der nächste Patient oder beziehungsweise genau, der Bob wieder, der Bob, der hat aber auch nur Probleme, ne? Also der ist, glaube ich, Stammpatient hier im Krankenhaus. Den müssen wir jetzt, eine Nierentransplantation müssen wir durchführen, auch wieder im Operationssaal. Und nachdem wir ja wissen, wie heiter das werden kann, freue ich mich jetzt schon drauf. Ich frage mich immer noch, was es mit den Spritzen gewesen ist, dass ich so high war. So. Oh mein Gott, da liegt wieder unser Bob. Ja, Bob. Heute wirst du ganz fein, ganz fein. Heute Nierentransplantation, ne? Das kriegen wir hin. Ja, ganz fein. Ja. So. Da werden wahrscheinlich die Nieren drin sein. Was haben wir? Können wir einmal kurz grob drüber schauen. Wir haben sogar einen Notizblock, wo wir was aufschreiben können. Okay, wir haben hier wieder unsere berühmt-berüchtigte Säge, die ich jetzt erstmal nicht anfasse. Ansonsten alles gleich. Was haben wir hier? Ist das ein Defri? Emergency? Kann man da drücken? Was passiert da? Okay, da passiert nichts. Im Übrigen kommt der Sound. Yeah, cool. Aha, 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 aha. Aha, aha. Yeah, du, du, du. Du, du, du. Müllers Kuh. Und ich und du. Müllers Kuh, Müllers Kuh. Das bist du. Yeah, yeah, yeah. Die kommt übrigens da raus. Da, aus dem Dingen. Aus diesem Radio. Falls euch wundert, wo die Musik herkommt. So. Jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal an. Okay, die Nierentransplantation. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich auch erstmal. Ja, das geht natürlich nicht. werden natürlich wieder den Hammer benutzen, wenn ich ihn jetzt finde. Da liegt er schon. Aber erst den Becher packen wir weg. So, ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. So, hier haben wir genug Platz zum Abstellen. Mal gucken, ob wir das vielleicht mal vernünftig irgendwie so ein bisschen hinbekommen. Na, wenn's vernünftig. Naja. oder vernünftig oder ernst sollte man dieses Spiel sowieso nicht nehmen. So. Der Hammer sitzt nicht richtig in unserer Hand. Ich merke das an dem Vibrieren des Controllers. So, aber jetzt. Oh nein! Nein! Was ist denn jetzt? Ach, gibt's doch nicht. So, jetzt. Nein! 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 Wo will der Hammer hin? Ey, bleib hier, Alter! Alter, bleib hier! Willst du mich verarschen? Was ist denn. Hallo? Ich prügel jetzt da drauf, bevor gleich der Hammer wirklich flöten geht. Weil wir wissen ja in der letzten Folge, dass es schnell passieren kann. Wie gesagt, ich werde mal versuchen, jetzt das Ganze wieder so anzugehen. Erstmal alles weghämmern. Oh, hupala. Bis jetzt sieht es noch ganz gut aus. Ganz tick, tick. Tick. Spüren Sie das, Herr Doktor? Nein, ich spüre es nicht. Okay. Huch, sollten vielleicht ein Stück zurückgehen. Ja, genau. So. Ich hoffe, das ist auch richtig, was ich hier mache. Man bekommt ja vom Spiel nichts gesagt, was man tun muss. Jetzt hören wir ihn sogar atmen. Hört mal genau hin. Er lebt noch. So, legen wir den Hammer mal ab. So. Und werden mal ein paar Knochen rausnehmen, die wir nicht mehr brauchen, die so ein bisschen im Weg liegen. Zack, so. So, das hier da hinten. Wenn wir da hinten auch noch dran kommen, nehmen wir die auch noch weg. Das sieht bis jetzt gar nicht mal so schlecht aus. Also, im Gegensatz zur Herztransplantation liegen wir ganz weit vorne. So, jetzt muss ich natürlich gucken, wie wir denn da an die, wie sieht denn hier, ich muss erst mal gucken, wie eine Niere aussieht. Ich weiß zwar nicht, wie eine Niere aussieht, aber im Spiel kann das natürlich ein bisschen anders sein. Huch. Oh. Oh, wie süß. Zwei Kackwürstchen, die sich angucken. Na du, was hast du denn heute vor? Ich werde heute operiert. Ich auch. Dann sind wir Bruder und Schwester.
Ich vermute mal, dass die Nieren hier drunter liegen. Jetzt ist die Frage, wie schneiden wir denn da den Darm raus? Wir müssen ja irgendwie den Darm da rausbekommen. Nehme ich da ein Skalpell? Da, Mist. Ich probiere es einfach mal, irgendwie da reinzuschnibbeln. Ich traue mich gar nicht. Eieieiei. Eieieiei. Der junge Mann braucht doch seinen Darm noch. Eieiei. Ist das überhaupt richtig, was ich hier tue? Alter Falter. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich hier das... Müssen wir den Darm aufschneiden? Kann das vielleicht sein? Huch, was war das denn? Schneidet der überhaupt damit jetzt? Oder piekst der da nur den lieben Bob da in die Brust? So. Ich hoffe, ich mache das Richtige. Ich weiß es gar nicht. Ich gehe mal davon ganz stark aus, dass ich hier das Richtige tue als Dr. Flex. Immer schön rumpopeln, ist immer gut. So. Schauen wir mal. Nee, ich kann da... Hallo? Nee, ich kann da nichts nehmen. Das ist... Ah, okay. Das war aber nicht die Niere. Also war das beim letzten Mal auch nicht die Niere gewesen. Das ist irgendwie... Ja. Wie kriegen wir denn den Darm da raus? Müssen wir den... Okay, also die brachiale Methode. Huch. Gut. Wenn wir so wollen, dann wollen wir so. Ach ja, willkommen beim Metzger. Willkommen beim Metzger-Simulator. Hier können Sie sich eine Scheibe abschneiden. So, Das ist doch nie im Leben richtig so. Das ist doch nie im Leben richtig, was ich hier tue. Nie im Leben ist das richtig. Wir müssen irgendwie schauen, dass wir da den Darm da... Da kriege ich schon Bauchschmerzen, wenn ich es nur alleine sehe. Ja, das war ja ganz klar, dass wir es beim ersten Mal nicht schaffen. So, also legen wir direkt noch eine Runde ein, um uns davon zu überzeugen, dass wir es zusammen schaffen. Wir kriegen das hin. Ich bin ganz hoffnungsvoll, dass wir das hinbekommen. Das mit den Knochen war gar nicht mal so eine schlechte Idee wieder mal. Vielleicht müssen wir da diesmal mit der Säge ran. Ich weiß es gar nicht. So, wo lacht denn jetzt nochmal der Hammer? Da liegt der Hammer. Aber erstmal das Gläschen wegpacken. So. Ich frage mich, wofür die Gläser sind. Vielleicht müssen wir irgendwann mal einen Patienten eine Urinprobe abnehmen. Will ich das sehen? Nein, ich will das nicht sehen. So, also... Auf ein neues. Mit dem Hammer. So, zack. Und zack. Und zack. Und zack. Vielleicht sollte ich da auch mal drauf hauen und nicht nur immer... So. Da hau ich mit mein Hämmerchen mein Sparschwein kaputt. Und dann hau ich mit mein Hämmerchen mein Sparschwein kaputt. So, jetzt haben... Hupala, huch. Ja, das sieht wieder ganz gut... jetzt hau ich ihn auch noch da in die Brust rein. Ja, ihr müsstet mich mal echt sehen, wie ich hier mit dem Controller hantiere. Das sieht so ulkig aus. So. Dann legen wir natürlich den Hammer erstmal... Boah, der Controller ist permanent am Vibrieren. Ja. So, legen wir den Hammer erstmal hier hin. Und popeln mal wieder erstmal die Knochen raus. Ja, so. So, weg damit. Du kommst auch weg. So. So, das hätten wir, ne? Da hinten, glaube ich, liegt... Jetzt hängt er mit seinem Daumen im Darm. Im After. So, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir da hinten... Das kriegen wir nicht... Ah, doch, okay. Hui. So, weg damit. Das braucht er nicht mehr. Da ist ja anscheinend wieder... Also, Moment. Da, hier. Da ist anscheinend, glaube ich,
So wie das ausschaut, sind hier oben dann... Ach nee, das sind die Lungen gewesen, die wir da vorhin bei der Herztransplantation... was er erzählt vorhin? In der vorigen Folge da, die Lungen haben wir da entfernt. Stimmt, und das ist die Leber. Und hier unten kommen dann die Nieren. Die Nieren sind doch viel, viel tiefer, stimmt. Aber wo hat er denn seinen Darm letztes Mal gehabt? Naja, egal. Es gibt bestimmt in dem Spiel als Finale bestimmt so eine riesen Haupttransplantation, wo man alles mal machen muss. Ich frage mich jetzt wirklich, wie wir diesen Dickdarm... Ist das der Dickdarm oder ist das der Dünndarm? Ich weiß es gar nicht, wie wir den entfernen. Ich werde mal wirklich versuchen, mit der Säge das mal zu probieren, obwohl wir da ganz schön... So, ja, ganz schön Schabernack mitmachen können. Mal eben ganz schnell so, dass ich die Säge... Bleib hier. So, genau, erstmal drüber rollen. So. Ich trau mich gar nicht. Ich bin auch hier nicht beim Metzger-Simulator. Ist das richtig, was ich hier tue? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht, oder? Das ist doch nie im Leben richtig. Das kann doch nie im Leben richtig sein, oder? Das ist doch nie im Leben richtig, oder? Da vielleicht... Das ist nie im Leben richtig. Oder? Aber wir müssen es einfach mal ausprobieren. Und irgendwann haben wir ja den Dreh raus. Wir müssen es ja ausprobieren. Wir müssen ja wissen, was wir tun müssen. Also wir kriegen ja, wie gesagt, nichts gesagt. Oder ich müsste vielleicht mich mal im echten Krankenhaus melden. Und dann eine Kamera mitnehmen und dann einfach mal so eine Nierenoperation mit mir anschauen. Nee, das ist nie im Leben richtig. Das kann nicht richtig sein. Das... Der verliert... Hallo. Nein. Da bleibst du nicht liegen, Säge. Da bleibst du... Der verliert ganz schön viel Blut. Hallo. Aua. Vielleicht müssen wir mit der Bohrmaschine was tun. Oh. Nein. Okay, anscheinend, ja, hoppala. Anscheinend klappt das doch nicht so. Doch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich denke mir mal, dass wir das in einer weiteren Folge ausüben werden. Ich werde nochmal in der Pause mich da nochmal ein wenig dran begeben. Und mal schauen, wie das so funktioniert. Denn Dr. Flex möchte ja auch euch zeigen, wie es weitergeht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns mit der stimmungsvollen Musik. Ich kann mir richtig vorstellen, wer das jetzt ist. Das ist jetzt der Doktor, der hat gerade die Handschuhe ausgezogen, hat sich jetzt im OP-Saal ans Piano gesetzt und fängt jetzt an zu singen dabei. Und ich kann mir vorstellen, dass es dann so geht. So. Achtung. Mein Patient ist von uns gegangen. Es tut mir leid. Die neueren Operationen hat nicht funktioniert. Doch bald kommt eine neue Folge. Surgeon Simulator. Und ihr seid wieder dabei. Hoffe ich das doch mal. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.